Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute schon wieder eine Morgenroutine für euch und zwar diesmal eine normale versus eine verschlafene Morgenroutine an einem Schultag. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video und ganz viel Spaß. Mein Wecker klingelt an einem normalen Schultag so um 6.45 Uhr. Und ich gebe es zu, ich drücke dann auch manchmal nochmal auf Sleep, aber so um die Zeit ungefähr stehe ich dann auch auf. Ich schaue dann meistens eben erstmal, was an meinem Handy so geht, also check meine Nachrichten und gehe auf Instagram oder so. Und ja, mache dann auch mal das Fenster noch auf, denn am Morgen sollte man immer noch mal frische Luft reinlassen. Und das mache ich dann auch. Dann mache ich auch noch mein Bett, dann ist das gleich aus dem Weg und es sieht schön und ordentlich aus und dann geht's los. An einem Morgen, an dem ich tief und fest schlafe, kann es durchaus mal vorkommen, dass ich den Wecker irgendwie überhöre. Oder ich war einfach zu müde und drücke nochmal auf Sleep. Und ja, dann bleibe ich meistens eben liegen und schlafe ein bisschen weiter. Normalerweise sollte ich so um ja, 6.45 Uhr, 7 Uhr oder sowas aufspielen, spätestens. Allerdings an solchen Morgen kann es dann durchaus mal vorkommen, dass es dann vielleicht 7:15 oder 7:20 wird. Und genau, dann irgendwann merke ich es dann auch und dann geht's auch los. An einem Morgen, an dem ich nicht verschlafen habe, lasse ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Zeit, um meine Klamotten rauszusuchen und überlege mir irgendein cooles Outfit oder so. Und ja, genau, dann schaue ich einfach mal alles durch, was ich so da habe und überlege mir, okay, was für ein Oberteil oder was für eine Hose, was für ein Accessoire. Und ja, genau, dann schaue ich erstmal durch und guck mal, was ich so habe. Hier ist es jetzt eine braune Hose und so ein, ja, balayagefarbenes Oberteil geworden. Ich weiß nicht, wie man es beschreibt. An einem Tag, an dem ich verschlafen habe, sieht es allerdings schon ganz anders aus. Denn ja, dann bricht die Panik aus und man weiß nicht, was man anziehen soll und am besten greift man eigentlich direkt in den Kleiderschrank rein, aber da ist mir eingefallen, okay, ich habe ja noch meinen Stuhl und da sind noch die Sachen von gestern drauf. Und deswegen habe ich mir die schnell geschnappt und angezogen und das war dann das optimale Outfit in meinem Fall. Mein Outfit besteht hier also aus einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer beigen Jacke und das ist wirklich sehr, sehr bequem und ich mag das Outfit total. So, ich beginne mich dann auch mal im Bad fertig zu machen und ich fange damit an, meine Zähne zu putzen und ich kann mir doch wirklich alle Zeit der Welt lassen. Ich bin rechtzeitig aufgestanden und ja, kämme meine Haare durch und mache mich ein bisschen fertig für den Tag und genau. Ich mache meine Haare auch hinten so zusammen und klemme sie mit so einer Klammer weg, damit ich dann mein Gesicht waschen kann und das mache ich einfach nur mit Wasser eigentlich. Ich mache dann auch mal meine Haare wieder auf und kann währenddessen so ein bisschen am Handy chillen. Allerdings geht es auch wieder jetzt in mein Zimmer, denn ich mache mich noch ein bisschen fertig. Ich mache das in letzter Zeit tatsächlich fast gar nicht mehr, aber ich mag es trotzdem sehr gern, mich noch ein bisschen fertig zu machen. Also ja, biege ich meine Wimper noch und tusche sie noch ein bisschen. Wenn ich verschlafe, ist der Morgen eher ein Kampf gegen die Zeit, deswegen habe ich mich sehr, sehr beeilt. Und ja, genau, habe erstmal meine Haare durchgekämmt, das ist sehr, sehr wichtig. Und klar, Deo nicht vergessen und dann auch noch Zähne putzen, das habe ich auch nicht vergessen. Also mache ich alles Nötige und auch nur das Nötigste, denn jetzt sich noch zu schminken oder so, dafür wäre absolut keine Zeit. Und deswegen, ja, beeile ich mich auf jeden Fall. So, jetzt muss ich auch langsam meine Tasche packen, aber ich habe genug Zeit, deswegen mache ich noch meine Box an und verbinde sie mit meinem Handy und höre noch ein bisschen Musik und genau, jetzt packe ich noch alles ein, was ich brauche, packe alles aus, was ich nicht mehr brauche und dann bin ich eigentlich auch schon fast fertig. Gerade für solche Morgen sollte ich mir eigentlich echt angewöhnen, meine Tasche abends zu packen, weil das dauert manchmal doch sehr lange und man vergisst dann schneller was, deshalb Notiz an mich, pack deine Tasche abends. Wenn ich dann alles erledigt habe, meine Tasche gepackt ist, ich ready bin, gehe ich auch runter und genau, ziehe mir Schuhe an und auch eine Jacke, wenn es kalt ist. An dem Morgen war es jetzt nicht kalt, deswegen keine Jacke.
Aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, dann bin ich eigentlich fast ready. Jetzt muss ich eigentlich nur noch meine Wasserflasche auffüllen und meine Kopfhörer verbinden. Und dann kann ich eigentlich schon fast aus der Tür gehen. Auch an einem stressigen Morgen habe ich es dann irgendwann geschafft und habe alles erledigt und kann mir endlich Schuhe und Jacke anziehen, um loszugehen. Um richtig zu frühstücken, habe ich dann leider keine Zeit mehr, aber ich nehme dann meistens noch irgendwas mit, vielleicht einen Apfel oder Müsli-Riegel, eine Banane, irgendwas. Sollte man auch nicht machen, also ohne Frühstück aus dem Haus gehen. Und genau, dann verbinde ich noch meine Kopfhörer beim Handy und dann kann ich eigentlich auch fast schon losgehen. Das war dann auch schon mein Video, Leute. Ich freue mich so sehr, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert auch gerne mal diesen Emoji. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.